Geschichten für kleine Muslime. Eine Hörspielreihe des Hodhod Verlags. Assalamu alaikum, liebe Kinder. Seid ihr bereit für eine neue Geschichte? Macht es euch gemütlich. Bismillah. Detektiv Davud und die verschwundene Kette. Davud liebte es, Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu lüften. Unter seinen Freunden und Nachbarn war er deshalb als Detektiv Davud bekannt. Sein Zimmer hatte er zu einem Detektivbüro umgewandelt. Über seiner Tür prangte ein Schild: Detektiv Davud, kein Fall bleibt ungelöst. Und genau wie ein echter Detektiv hatte er Werkzeuge, um seine Fälle zu lösen. Auf seinem Tisch fanden sich allerlei Sachen, zum Beispiel eine Kamera, um Fotos und Videos als Beweismittel zu sammeln. Er hatte auch einen Notizblock, um wichtige Hinweise aufzuschreiben. Eine Lupe hatte er immer in der Tasche griffbereit, um Spuren genauer zu untersuchen. Und ein Fernglas, um aus der Ferne zu beobachten, ohne bemerkt zu werden. Detektiv Davud wollte nicht nur Fälle lösen. Nein, er wollte Menschen auch helfen. Mit dabei war immer sein Gehilfe Zaytun, sein Kater. Er hieß deshalb Zaytun, weil sein Fell schwarz war wie eine Olive. Gemeinsam hatten Davud und Zaytun bereits zahlreiche Fälle gelöst. Zaytuns lange Schnurrhaare halfen ihm, jedes kleine Detail zu erschnuppern. Seine Augen funkelten im Dunkeln wie ein präziser Laser und kein Geräusch entging seinen aufmerksamen Ohren. Auch Zaytun hatte einen Platz in Detektiv Davuds Büro bekommen. An seinem Platz hing ein Schild, auf dem Agent Z stand, also Z wie Zaytun. Eines Tages stürmte Zaynab in das Büro von Detektiv Davud. »Davud«, rief sie aufgeregt, »ich brauche deine Hilfe. Meine Kette ist verschwunden.« Davud schob seinen braunen Hut zurecht und nahm Platz hinter seinem Schreibtisch. Er schaute Zaynab ernst an. »Erzähl mir alles, was du weißt«, forderte er sie auf und griff dabei nach seinem Notizblock. Zaynab erzählte von ihrer Kette. Sie war aus funkelnden weißen Perlen und einem Schmetterlinganhänger aus blauen und rosanen Steinen. Die Kette bedeutete Zaynab besonders viel. Tante Aisha hatte sie ihr zum Ramadanfest geschenkt. Als sie gestern mit ihren Freundinnen Amira und Lena im Park spielen war, hatte sie die Kette angezogen. Amira fiel die Kette gleich auf und sie sagte, dass sie auch gerne so eine hätte. Und am nächsten Tag war die Kette verschwunden. Zaynab suchte überall, in ihrem Zimmer, unter dem Bett und sogar im Garten. Aber die Kette war weg. Detektiv Davud nickte und machte sich Notizen, während Zaynab weitererzählte. »Wer kann sie nur genommen haben?«, fragte Zaynab. »Hast du jemand Verdächtiges gesehen? Oder irgendwelche Hinweise?«, fragte Detektiv Davud. Zaynab schüttelte den Kopf. »Lena hat die Kette kurz abprobiert, weil sie ihr auch gefiel, aber an mehr erinnere ich mich nicht.« »Keine Sorge, ich werde den Dieb finden«, sagte er. »Ich übernehme deinen Fall.« Detektiv Davud begann mit seinen Ermittlungen. Er befragte die Nachbarn, durchsuchte den Park und stellte eine Liste der Verdächtigen auf. Da waren einmal Lena, sie hatte die Kette zuletzt getragen. Amira, sie war gestern auch im Park und hatte die Kette bewundert. Und Frau Edel, die Juwelierin. Max, der Paketbote, erzählte Detektiv Davud, dass Frau Edel funkelnden Schmuck besonders mochte und sie die Kette bestimmt für ihre Sammlung haben wollte. Detektiv Davud folgte den Spuren. Er fand schon bald heraus, dass Lena die Kette nicht gestohlen hatte.
Frau Edel hatte keine Ahnung von der Kette. Aber Amira? Sie verhielt sich seltsam. Sie vermied Detektiv Davuts Fragen und blickte nervös zur Seite. Zaytun schmiegte sich an Amiras Bein. Mit dieser Taktik hat er schon einige Verdächtige zum Reden bringen können. Amira schaute zu ihm runter. Sie schluckte. Dann fing sie an zu reden. Zeynep hatte die Kette auf der Rutsche vergessen. Sie hat so schön gefunkelt und da habe ich sie in meine Tasche gesteckt, gestand sie. Aber dann habe ich sie beim Spielen wieder verloren. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Fragte Zaynab. Ich hatte Angst, dass du sauer wirst und dass du dann nicht mehr meine Freundin sein möchtest. Wenn du mir die Wahrheit gleich gesagt hättest, dann wäre ich auch nicht sauer gewesen, sagte Zaynab. Aber jetzt warst du ja ehrlich. Jeder macht mal Fehler. Wir sind trotzdem Freundinnen. Amira war erleichtert. Detektiv Davut lächelte. Ehrlich zueinander zu sein, ist mehr wert als jede Kette, sagte er. Und jetzt, wo ihr beide ehrlich seid, können wir die Kette gemeinsam suchen. Amira, Zaynab und Detektiv Davut durchsuchten den gesamten Park. Zaytun durchstöberte mit seinem Laserblick das Gebüsch. Hier, rief Detektiv Davut. Ich hab sie gefunden. Zaynab und Amira eilten herbei. Die Kette lag unter der Parkbank. Zaynab und Amira jubelten vor Freude. Detektiv Davut hatte mal wieder einen Fall erfolgreich gelöst. Aus dieser Geschichte lernen wir, liebe Kinder, dass es nicht richtig ist, Dinge zu nehmen, die uns nicht gehören. Denkt daran, dass es immer besser ist, ehrlich zu sein und die Rechte anderer zu respektieren. Wenn du etwas haben möchtest, frag nach Erlaubnis, anstatt zu stehlen. Das war Geschichten für kleine Muslime, eine Hörspielreihe des Hut-Hut Verlags. Bis zum nächsten Mal, inshallah.